zurück. Ich bin so froh, ich bin so erleichtert. Endlich geht es normal weiter, auch hier auf dem Kanal. Ihr habt es vielleicht mitbekommen über Instagram oder über den Community-Bereich. Die letzte Woche der Ferien war für uns alle nicht so leicht. Die Kinder sind krank geworden. Kilian ist immer noch krank, der ist leider von der Schule zu Hause geblieben. Ganz einen starken, richtig, richtig tief sitzenden Husten haben die Kids bekommen und wir haben es ganz schwer nur in den Griff gekriegt, trotz Inhalieren und was man eben so macht, Erkältungsbäder, pipapo. Patrick und ich sind gesund geblieben, zum Glück, aber mich hat dann vor 4 Tagen noch das Vorperiodentief richtig, richtig doll erwischt. Ich habe normalerweise, seit ich meine Medikamente nehme, ich nehme mir so ein Antidepressivum, was extra so auf mich eingestellt ist, da gar keine Probleme mehr oder fast keine Probleme, aber ja, jeder Zyklus ist anders und der Körper funktioniert natürlich nicht wie eine Maschine. Und ja, in dem Monat hat es mich einfach wieder ziemlich zusammengeklappt und ich war dann 3 Tage lang letzten Endes nur in einem dunklen Zimmer und ach, es war grauselig, aber ich möchte gar nicht groß drüber nachdenken, ehrlich gesagt, weil ich mich so freue, dass es mir so gut geht wieder. Das ist wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mit Eintritt der Periode wird einfach wirklich von Minute zu Minute alles besser und alles wird wieder bunter, was vorher grau war, und alles hat wieder Sinn und macht Freude, was vorher sinnlos war. Genau, und jetzt bin ich endlich wieder hier und möchte wieder losstarten. Und das bedeutet natürlich erstmal, unser Budget abzuschließen vom letzten Monat. Ich habe ja zum allerersten Mal mein neues System benutzt. Das ist nicht wirklich ein Budgeting-System. Es gleicht eher einem Haushaltsbuch, wobei ich finde, dass das Tracken der Ausgaben eh schon ein riesengroßer Schritt ist, den man tut, um sich bewusst zu machen, wie viel man ausgibt und verschiedene Kategorien im Blick behält. Und ich habe ja auch noch die Sinking Funds, die ich bediene, meine jährlichen Sinking Funds. Und ja, also es ist schon noch Budgeting, aber wir nennen es mal Budgeting Light. Aber das ist einfach das, was ich momentan brauche und mit dem ich mich momentan wohlfühle. Ich habe ein paar Umstellungen gemacht. Logisch, ich denke, das muss sich alles erst so ein bisschen einspielen und wird wahrscheinlich auch die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate so weitergehen, dass ich hier und da an einem Rädchen drehe. Aber ich zeige euch einfach mal ganz in Ruhe, was ich da so gemacht habe. Dann gehen wir die letzten Ausgaben durch und gucken mal, ob da am Ende noch was übrig bleibt, was dann in meinen großen Spartopf hinein könnte. Weil ich habe ja jetzt alle Sinking Funds 2 nur noch als einen großen Spartopf. Das heißt, all diese Sparguthaben, im besten Falle Guthaben, die ich hatte für zum Beispiel die Öllieferung, den Urlaub, Kleidung, Gesundheit, was ich nicht alles als Sinking Fund hatte, das steckt alles in einem großen Spartopf drin, der momentan jetzt nicht so unfassbar groß ist, aber der hoffentlich mit der Zeit dann schön anwachsen wird. So, jetzt aber wirklich nach 3 Minuten 33, wie ich gerade sehe, ab ins Budget hinein. So sieht mein Budget-Sheet aus. Wir sind die Einnahmen schon gemeinsam durchgegangen eigentlich, aber hier wird sich noch was verändern, denn wie ich schon angedeutet hatte, bekommen wir ja auch Geld zu Weihnachten von den Eltern und von den Schwiegereltern und einen Teil davon wollte ich ins Budget wieder einspeisen, weil wir uns ja eben auch in den vergangenen Wochen bereits das eine oder andere gegönnt hatten. Ich hatte ja zum Beispiel diese Tasche, diese Ledertasche, die ich gekauft habe, und einen Planer, den ich auch gekauft habe, den habe ich übrigens auf dem anderen Kanal auf Finas Fundstücke mal ein bisschen gezeigt, falls ihr neugierig seid. Und ja, ich wollte einfach ein bisschen von dem Geld wieder hier reinstecken. Und bei Patrick, wenn ihr euch fragt, da war die Weihnachtsanschaffung sozusagen das Piano. Das war sein Herzenswunsch, dass wir ein Piano haben. Und das war natürlich recht kostspielig. Und genau, das war sozusagen sein Weihnachtsgeschenk. Und was noch hier reinkommt, ist ein bisschen Geld durch Verkäufe. Wir haben ja neue Skisachen für die Kinder gekauft, beziehungsweise ganz viel gebraucht über eBay Kleinanzeigen und dann die anderen Sachen, aus denen sie rausgewachsen sind, wieder verkauft. Da sind ja auch schon diese 60 Euro hier im Budget drin und da kommen dann nochmal 55 Euro dazu von weiteren Verkäufen. 3 Sachen oder so, glaube ich, haben wir noch online stehen. Das ist über Patricks Account, also nicht über meinen Account. Und dann hatten wir auch alles wieder los von den Kids und es geht weiter in die nächste Runde, in die nächste Skisaison.
Genau, das machen wir jetzt erstmal hier, damit ich die Zahl aktualisieren kann, bevor wir dann die anderen Sachen übertragen. Also, wir haben bei Sonstiges die 60, dazu kommen die 55, die ich noch nicht registriert hatte, und dazu kommen jetzt nochmal 250 Euro Weihnachtsgeld. Sind wir bei 365, die ich hier eintragen darf. Und das kommt uns natürlich sehr, sehr zugute, weil wir ja auch ordentlich viele Ausgaben hatten in dem Monat. Der Dezember ist generell, glaube ich, bei vielen Familien ein sehr ausgabenintensiver Monat. Bei uns war es jetzt auch wirklich richtig krass. Also ich glaube, unser letzter Dezember war nicht ganz so schlimm. Ich denke, dass der Januar sehr, sehr, sehr viel ruhiger wird. Und das Budget hier ist, glaube ich, noch nicht repräsentativ für die neue Methode. Lasst uns da erst in so 3 Monaten drüber sprechen, wie sich das insgesamt abzeichnet. Okay, so, jetzt gucke ich mal, wie viel wir insgesamt an Einnahmen haben, wenn ich das hier noch ergänze. Falls ihr euch wundert, warum ich auch den Marker wegmachen kann, ja, das ist auch ein Friction-Marker. Es gibt auch von Friction diese Marker. So, wir haben also die 365, wir haben die insgesamt 1000 mit meinem Übertrag und dem Kindergeld und wir haben die 4818 von Patrick, sind wir bei phänomenalen 6183. Und ich weiß, dass das eine verdammt krasse Zahl ist und dass wir da super, super, super dankbar sein dürfen. Das ist mir absolut bewusst. Gut, jetzt starten wir aber wirklich in die Kategorien rein. Haus und Haushalt ist meine erste Kategorie und hier hatte ich noch 2 kleine Ausgaben, die dazugekommen sind. Und zwar ist es einmal ein Staubwedel für 7 Euro, den gab es bei TK Maxx, das ist so einer mit Teleskopstange und den brauchen wir wirklich dringend, weil wir ein großes Problem haben, vor allem mit Spinnen. Ich habe eigentlich gar kein Problem mit Spinnen, weil die nämlich die Moskitos wegfressen, aber es sieht natürlich nicht schön aus, klar. Und im Flurbereich haben wir so hohe Decken, dass wir da überhaupt nicht dran kamen, also keine Chance. Und dieser Staubwedel kommt dahin und wir haben tatsächlich alle Staub, also die ganzen Spinnweben da entfernen können und diese Staubfäden und so. Es war wirklich richtig eklig, aber es sieht jetzt so viel schöner aus. Und das war eine super Sache. Der war vor allem in dieser Rabattabteilung von TK Maxx, wo die Sachen so 70% reduziert. wo die Sachen so 70% reduziert sind, die ja eh schon stark reduziert sind. Dann gab es noch was, und zwar 4 Ladekabel, die wir einfach mal wieder gebraucht haben. Unsere Ladekabel haben keine lange Halbwertszeit, vor allem an der Büchse. Wenn das dann immer so direkt an der Büchse so belastet wird, ne? Das ist dann immer so diese Sollbruchstelle, denke ich, wo dann die Dinge dann kaputt gehen. Und jetzt habe ich mal 4 richtig hochwertige gekauft, die so ein bisschen eine Metallverkleidung haben. Und hoffe, dass die uns richtig, richtig lange halten werden. Und das sind die Gesamtausgaben. 26 Euro. So, wir haben also die 26 Euro hier plus die 227 vom ersten Drittel, wo aber auch die Stadtwerke mit drin stecken, haben wir Gesamtausgaben von 253. Und die kann ich jetzt gleich hier übertragen. Haus und Haushalt 253. So, weiter geht's mit Gesundheit. Da hatten wir keine Ausgabe seit dem letzten Check-in. Das heißt, es bleibt bei den 208 plus den 81 und das sind 289. Das sind wirklich hohe, hohe, hohe Ausgaben. Da steckt jetzt das Fitnessstudio mit drin, die Zahnreinigung, ne? War natürlich super teuer. So, 289. Essen und Drogerie ist natürlich noch was passiert. Wir haben weiter fleißig gegessen in dem Monat. Wir hatten, beziehungsweise Patrick hatte Döner 17 Euro, dann beim Edeka einmal 15 und einmal 26 Euro. Dann ein großer Einkauf beim Kaufland für 99 Euro und beim Biomarkt nochmal 60 Euro. Das sind 217 Euro im letzten Drittel. Und da müssen wir jetzt natürlich noch die 390 dazu rechnen vom zweiten Drittel und die krassen 484 vom dritten Drittel.
ersten Monatsdrittel und kommen auf 1091, wo ja Drogerie mit drin steckt und Hundefutter mit drin steckt. Aber das macht es nicht so viel besser. 1091 ist einfach nur eine krasse Summe. Das wird im Januar weniger. Ich hätte schon fast gesagt mehr. Also 1091 bei Essen und Drogerie. So, wir kommen zu Freizeit und Unterhaltung. Die habe ich hier getrennt, aber hier gemeinsam. Ich wollte das einfach optisch trennen, weil mich das geärgert hat, dass diese Sachen hier drin waren. Im nächsten Budget wird es nochmal ein bisschen anders aufgedröselt, aber das erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist. Hier haben wir fast nur Schwimmbad, wie ihr seht. Auch das wird in dem nächsten Budget in eine eigene Kategorie wandern, also in eine Sportkategorie, die ich eigentlich eh schon habe. Es ist alles noch ein bisschen umgemodelt worden. Aber wir rechnen jetzt mal diese Sachen hier zusammen. Das bedeutet, ich muss erstmal die Ausgaben zusammenrechnen, die im letzten Monatsdrittel stattgefunden haben. Da haben wir Schwimmbad, nochmal, dann drei Filme, die geliehen wurden und dann nochmal Schwimmbad. Das sind 51 Euro insgesamt. Und dazu kommt jetzt die 35 vom zweiten Monatsdrittel, die 55 vom ersten Monatsdrittel und die 126 für den Bereich Unterhaltung, ne, wo auch diese ganzen Abos mit drin stecken und unsere Internetgeschichte und Handy und so weiter. Kommen wir auf 267 in der Kategorie. 267. Dann kommt die große Kategorie Weihnachten natürlich. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest. Es fühlt sich schon wieder so lange her an. Dabei ist es das noch gar nicht. Ich hatte hier nochmal Geschenke für Mila, Geschenke für Molly. Ist das dein Liebling? Der Fuchsi? Der Toll? Nicht so fein. Komm. Dein Geschenk gewesen. So. Und nochmal Geschenke für meine Eltern mit drin. Das waren 136, die hier noch mit rausgingen. Und auch da wiederum die 244 und die 185 dazu rechnen, sind wir bei 565 für Weihnachten. 565. So, bei Kleidung und Schuhe bleibt es bei den beiden Summen, das kann ich auch im Kopf ausrechnen. 319 sind es. Und dann hatte ich jetzt hier eine Kategorie Sport und Urlaub gemacht nochmal, wo ich Skikurse und Skiservice reingepackt habe. Das sind 386. Mobilität ist die einzige Kategorie, wo wir tatsächlich ein bisschen sparen konnten in dem Monat, weil Patrick Homeoffice gemacht hat und ja auch frei hatte und einfach nicht rumgefahren ist. Wir waren sehr, sehr viel zu Hause, allein schon wegen dem Husten der Kinder. Hier kam noch einmal ein Tanken und eine Zugfahrt, die stattfinden hätte sollen. Patrick und Kilian mussten lustigerweise mit dem Zug in die Nachbarstadt fahren. Es ist ja nichts dabei, ne? Das mache ich ständig. Aber der Grund war, dass ich das Auto hatte und mit Mila unterwegs war. Das war das Weihnachtsshopping, was wir gemacht hatten. Und ich war nicht erreichbar, weil ich mein Telefon auf lautlos hatte. Und die beiden hatten einen Friseurtermin. Und dann kam der Termin näher. Ich war nicht zu Hause, sie konnten mich nicht erreichen. Und dann wollten sie zuerst mit dem Zug fahren. Doch der Zug kam dann einfach nicht. Das war ein Zugausfall. Und dann mussten sie tatsächlich mit dem Taxi zum Friseur fahren. Ja, sehr ungewöhnliche und blöde Ausgaben. Aber wie gesagt, in der Kategorie hatten wir eh super viel Glück in dem Monat. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder diese Ausgaben summieren. Das sind 157 im dritten Monatsdrittel. Und dazu kommen die 137 hier vom Tanken und die 103 von dem Tanken, sind wir bei 397. So. 397. Wir haben es fast geschafft. Das letzte ist dann noch die Kategorie Sonstiges und da steckt dann eben noch der Friseur drin, von dem ich euch erzählt habe, mit 50 Euro. Das heißt, zu den 50 Euro müssen die 220 dazu und die 185 noch dazu. Das sind 455. So, ich hoffe,
Ich habe alles richtig gemacht. Jetzt rechnen wir mal aus, wie viel wir da insgesamt haben. Ich mache es allerdings ein bisschen spannender. Und zwar werde ich diese Summe hier als Anfangssumme mal hier reinhacken und dann das hier alles abziehen, weil dann sehen wir nämlich direkt, wie viel wir als Bilanz haben. Das heißt, wie viel wir von meinem Spartopf abziehen müssen oder ob wir was einzahlen dürfen. Ich gehe mal eher davon aus, dass es auf Null rauskommt, vom Gefühl her. Oder vielleicht in den Minusbereich geht. Überschlagen will ich es jetzt gar nicht. Ich mache es jetzt einfach mit euch gemeinsam. Und genau, dann gucken wir einfach mal. So, wir haben 1.909 allein schon mal für unsere Kredite. Dann haben wir 253 für Haus und Haushalt. 289 Gesundheit. 1.091 für Essen und Drogerie. Dann 267 Freizeit und Unterhaltung. 565 für Feiern und Geschenke, 319 für Kleider und Schuhe, 386 für Sport und Urlaub, 397 für Mobilität und dann nochmal 455 für Sonstiges. Und ja, nee, wartet, das ist ein Guthaben, ne? Genau, das ist ein Guthaben, das bleibt übrig. Wir haben ein Guthaben. Und das ist witzigerweise, das ist eigentlich unser Weihnachtsgeld, ne? Ja, das ist unser Weihnachtsgeld. Wir wären sonst bei Null rausgekommen und das Weihnachtsgeld bleibt einfach übrig. Und wir können es, oh, ich bin erleichtert, wir können es in den großen Spartopf hineinpacken. Und das ist richtig gut. Das fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Man muss bei dem ganzen Konstrukt natürlich bedenken, dass all diese Ausgaben, ne, Kleider und Schuhe, Feiern und Geschenke und so weiter, sowieso aus diesem Spartopf bedient worden wären. Also noch im letzten Budget wäre das aus diesen Spartöpfen bedient worden. Das heißt, was heißt das jetzt? Es war kein guter Monat trotzdem, ne? Man muss sehr viel mehr Geld sparen können bei diesen Einnahmen. Aber es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und es ist eine super Sache, dass Geld übrig bleibt. Sagen wir es einfach mal so. 252 darf ich bei Bilanz reinschreiben. Das freut mich sehr. Das heißt, 252 im Minus plus die Einnahmen, das ist dann die Differenz, ne? 6.183, das da hier waren die Ausgaben, die Gesamtausgaben. 5.931, was irre ist, ne? Was echt irre ist. So, aber das Gute ist, diese 252 darf ich hier eintragen und habe tatsächlich einen Dezemberstand, der höher ist als der Novemberstand. Und zwar 2.752 in unserem großen Spartopf. Und das ist, glaube ich, das, was mich insgesamt motivieren wird. Auch wenn natürlich Monate kommen mit krassen Ausgaben, wo wir hier was abziehen müssen. Aber insgesamt wird es mich motivieren, einfach diese Zahl zu sehen als Ganzes und nicht so aufgedröselt auf verschiedene Sinking Funds, wo dann wieder einige im Minus sind, andere im Plus und irgendwie man insgesamt gar nicht so das Gespür dafür hat. Vielleicht auch nur in meinem Falle, weil andere lassen ihre Sinking Funds gar nicht erst ins Minus wandern. Bei mir ist es leider so. Es hat allerdings auch damit zu tun, dass ich nicht die komplette Kontrolle über das Budget habe, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber für mich ist das hier, glaube ich, die motivierendere Lösung. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir ein kleines Plus verzeichnen konnten. Gut, in die Sinking Funds 1 wird die normale Fixrate eingetragen. Das ist die Fixrate, die hier in dem Budget noch bei Sonstiges auftaucht, die Sparrate Sinking Funds 1. Die werde ich im nächsten Budget direkt gleich auf der ersten Seite als Ausgabe aufführen. Das heißt, hier ist sie versteckt da drinnen und kommt hier dazu natürlich. Das ist verwirrend. Das heißt, sie wird dann hier nochmal extra auftauchen und das Ganze wird so ein bisschen übersichtlicher, denke ich. Hier seht ihr schon die Rückseite von meinem neuen Budget, aber das kommt natürlich erst. Das heißt, hier trage ich die 185 ein. Und da wird dann aus 991 plus 185 1.176. Das ist jetzt nicht ein Spartopf, der ins Unermessliche anwächst. Überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur ein Spartopf, der all diese jährlich
einmalig anfallenden Ausgaben abdeckt und einfach so weiterläuft und mal kommt mehr weg, mal kommt weniger weg. So, das war es. Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich hier zwei Spalten gemacht habe. Ich brauche hier keine zwei Spalten. Naja, egal. Soll uns nicht groß ärgern. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin erleichtert, muss ich wirklich sagen, über unser Weihnachtsgeld, dass da das auch übrig geblieben ist und wir hier zumindest fürs Gefühl so ein bisschen was aufstocken konnten hier, was den Spartopf angeht. Aber insgesamt muss es natürlich sehr viel mehr werden, weil man muss es realistisch sehen. Ne? Nur eine Ölbestellung würde hier schon 1.000 Euro wieder wegnehmen von diesen 2.500. Gar nicht erst davon zu reden, was passieren würde, wenn Patricks Auto kaputt gehen würde und so weiter. Ne? Wir haben da noch eine große, große Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Aber wie gesagt, ich denke, dieses System hat für mich einen motivierenderen Faktor. Und wir werden einfach sehen, wie es weitergeht. So, der Dezember ist abgeschlossen. Das heißt, es steht nichts mehr im Wege, den Januar zu starten, der ja schon ein paar Tage alt ist. Und wie schon erwähnt, habe ich ein paar Sachen verändert, die ich euch jetzt noch im Detail zeigen möchte. Hier ist unser Dezember-Sheet, das ich für den Vergleich mal rausgenommen habe. Und da ist unser Januar-Sheet. Und ihr seht gleich, ich habe hier ein bisschen was aufgeteilt, ist ein bisschen entzerrt, finde ich. Und auf der Rückseite sind dann die Spartöpfe plus nochmal ein Bereich für Notizen. So, im oberen Bereich, passt einfach. Das werde ich wahrscheinlich nie ändern. Das ist alles soweit in Ordnung. Bei den Ausgaben habe ich einfach diese fetten, großen Ausgaben nochmal getrennt aufgeführt. Einfach nur, weil es sich gut angefühlt hat, der Übersichtlichkeit halber. Das heißt, da ist jetzt diese Sparrate für die Sinking Funds 1, die ich in dem Budget ja noch bei Sonstiges drin hatte, taucht hier schon auf. Eine super wichtige Rate, weil damit unsere ganzen einmal im Jahr fällig werdenden Anschaffungen hier bezahlt werden. Der Kredit vom Haus, der Renovierungskredit kommt da rein und die Nebenkosten, wenn sie denn anfallen. Unsere Nebenkosten sind ja nur zweimonatlich. Und das ist einfach schon mal so ein großer Brocken, der dann abgezogen werden kann und der ja einem ein bisschen mehr Überblick verschafft, finde ich. So, hier unten bei den Kategorien, seht ihr, hat sich auch ein bisschen was getan. Ich habe jetzt hier statt Haus und Haushalt habe ich Haus und Garten, weil ich einfach so Sachen wie, ja, wenn Patrick irgendwas mit der Sauna macht oder mit dem Anhänger oder irgendwas kauft oder so, wusste ich nicht so recht, wohin damit. Und ich finde, Haus und Garten trifft es ganz gut. Und Haushalt habe ich jetzt tatsächlich wieder extra gefasst. Haushalt sind für mich so Sachen wie Teller oder so, ne? Solche Geschichten, so Einrichtungsgegenstände, solche nützlichen Sachen, keine Ahnung, wie eine neue Kaffeemaschine oder so. Das wäre für mich Haushalt. Dann Essen und Drogerie bleibt eine Kategorie. Gesundheit, Sport, ganz wichtig. Es hat viele von euch gestört, mich auch, dass das Schwimmen von Patrick bei Freizeit drin war. Wobei das ja nur er macht und er das eben auch deswegen macht, weil er gesund bleiben möchte, weil er eben ja auf seinen Körper schauen möchte, Sport treiben möchte. Das heißt, das wird jetzt hier bei Sport auftauchen. Bei Freizeit werden dann wirklich nur so Eisdielenbesuche, Eintritte für Kino oder Museen und solche Geschichten unterkommen. Unterhaltung fand ich gut. Das heißt, da werden weiterhin diese Prime Video, Netflix und so weiter auftauchen, als auch unsere Handy- und Internetkosten, aber auch in Zukunft die Filme. Auch da gab es einen Hinweis drauf im letzten Video und auch da bin ich total dabei. Diese Filme könnten da rein, vor allem weil ja sonst auch alles rund um TV dort drinnen ist. Genau. Dann Feste und Geschenke bleibt gleich, Kleider und Schuhe, Mobilität, Urlaub, Sonstiges. Ja, viel mehr ist da nicht noch dazugekommen. Aber ich glaube, diese kleinen Änderungen machen schon Sinn. Die geben einfach ein bisschen mehr Überblick. So, wir starten dieses Budget jetzt auch gleich. Sehr viel wird da nicht dazu passieren. Ich werde einfach nur die Einnahmen hier, soweit ich sie weiß, schon mal eintragen, die Ausgaben. Das hier bleibt natürlich alles frei. Das hier kann ich übertragen und am 11. werden wir dann auf die ersten 10 Tage im Februar, nee, im Januar. Sag mal, ich bin meiner Zeit voraus. Ich habe zwei Kaffee getrunken, zur Erklärung.
Am 11. werden wir auf die ersten 10 Tage vom Januar zurückblicken. Genau, das wollte ich sagen. So, jetzt erstmal kann ich aber hier schon mal einiges eintragen. Wir haben wieder Patricks Gehalt mit 4.818 Euro. Und dann haben wir einen schönen, großen Übertrag dieses Mal, was mich sehr, sehr, sehr freut, von 1.000 Euro von mir. Eure Einkäufe aus meinem Shop, aus der Weihnachtszeit, die Weihnachtssheets, die ihr bestellt habt, all das hat mir eben ermöglicht, 1.000 Euro beizusteuern in dem Monat. Und dafür bin ich mega, mega, mega dankbar und sage vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, fühlt sich gut an, mal wieder 4 Ziffern hier eintragen zu können. Ist schon eine ganze Weile her. Gut, dann haben wir natürlich das Kindergeld mit 500 und Sonstiges lasse ich wie immer frei, denn da wird hoffentlich in dem Monat auch noch ein bisschen was passieren. Ich würde jetzt auch nicht das Gesamt ausrechnen, weil ich ja weiß, dass Sonstiges noch dazu kommt. Muss ich ja auch nicht mehr, denn ich vergebe ja nicht das komplette Geld an die Kategorien. Na, musste ich vorher, weil ich musste alles komplett aufteilen wegen Zero-Based Budget. Jetzt muss ich das nicht mehr. So, aber hier können wir auch noch was eintragen. Die Sparrate der Sinking Funds 1 ist 185, das ist diese Fixrate hier. Der Kredit vom Haus, hier habe ich es aufgedröselt. Ach, wie ist es nochmal? Ihr könnt meine Zahlen allesamt besser als ich. Was bedeutet das für mich? Wie hoch ist der Renovierungskredit und wie hoch ist der Hauskredit? Verzeiht es mir. Muss ich einfach beim nächsten Mal dann, wenn wir uns am 11. sehen, nachtragen. Ich weiß es gerade einfach nicht. Und die Nebenkosten werden nicht anfallen im Januar, weil sie im Dezember dran kamen. Aber es wird eine, hoffentlich irgendwas geben im Sinne von einer Nachzahlung oder einer Zurückzahlung oder wie auch immer. Ich rechne mal mit einer Nachzahlung. Das werden wir auch noch im Laufe des Monats tracken, wenn es soweit ist. Ihr wisst ja, ich tracke einfach nach dem, was passiert auf dem Konto. Und ja, das heißt, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Was wir allerdings noch machen können, ist, dass wir das da hier aktualisieren. Die Sinking Funds 1 vom Dezember, das haben wir hier unten, das ist dieser Spartopf. Das heißt, diese Summe, die wir da gerade drinnen haben, 1.176, das ist das, was wir momentan haben, um all diese einmalig jährlichen Kosten zu decken. Da kommt die Fixrate dazu von 185, die hier bei den Ausgaben auftaucht. Ne? Hier. Und da werden Ausgaben abgezogen. Und das ist vielleicht für euch ganz interessant, damit ihr mal seht, was sich da alles versteckt. Im Januar ist es nämlich ganz schön viel. Es ist die GEZ, es ist die Hängerversicherung von unserem Anhänger. Und das macht insgesamt 244 Euro aus. Ich werde das eintragen, wenn es kommt, also wenn es auf dem Konto ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Es kann sein, dass die GEZ schon auf dem Konto ist. Ich werde euch am 11. dann da nochmal Bescheid geben. Es sollte passen mit der Summe, aber ich möchte natürlich nochmal einen Blick drauf haben, nicht, dass sich irgendeine Zahl geändert hat, eine Rate geändert hat, ich vielleicht sogar irgendwas vergessen habe. Aber das ist ungefähr die Summe, die dann hier reinkommt bei Ausgaben. So, beim Sinking Funds 2, das ist der große Spartopf. Ich nenne ihn jetzt weiterhin Sinking Funds 2, weil er alle Sinking Funds 2 als auch Emergency Fund alles drumherum umfasst. Und hier drin haben wir 2.752. Und da kommt dann wiederum das dazu, hoffentlich, was am Ende übrig bleibt in dem Budget, also die Bilanz am Schluss. Genau, das war es eigentlich von meiner Seite aus. Wir werden den Schuldenstand am 11. machen. Genau, wir werden alle Ausgaben tracken und ich bin gespannt und freue mich natürlich wie immer, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch wie immer noch einen wunderbaren Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz, ganz bald.